Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Running Red. Ich habe die Pause gerade mal ein bisschen sinnvoll genutzt, habe mich einfach mal ein bisschen hingestellt, habe gewartet, bis so ein bisschen was wächst. Natürlich das Eisen, was wir brauchen, was am längsten gebraucht. Habe mir da weiter die Tür ein bisschen zugemacht, weil wie man sehen kann, ist ja noch ein bisschen dunkler. Hat auch ein bisschen geholfen. Dort nur so dazu und ich habe zwischendurch die Zeit noch so ein bisschen sinnvoll genutzt und habe Holz hier vor allem da schon die nächsten Bäume gewachsen. Also ihr seht hier, ich habe hier fast 2 Stacks Bretter, 1,5 Stacks mit Holz. Ja, Eimer brauchen wir noch und so weiter. Und ja, das dauert halt noch und ich hätte jetzt gesagt, ich fahre jetzt hier ein bisschen Holz wieder ab. Ich hoffe, dass es bald wieder hell wird. Scheint auch so, dann können wir uns noch ein paar Eimer machen und die restliche Lebenssuppe da holen. Weil die brauchen wir ja auch noch. Achso, hab zwischendurch noch ein bisschen Erze hier abgeerntet da von den Büschen. Die werden wir auch in demnächst noch durchschmelzen müssen. Dazu brauchen wir auch ein bisschen Holz, aber uns Holzkohle machen müssen, weil Kohle so gibt's ja nicht. Zumindest noch nicht. Kommt vielleicht noch, keine Ahnung. Wird sich zeigen. Also ich habe derweil eben tatsächlich beide Äxte jetzt verbraucht. Also habe hier nichts ercheatet, habe hier wirklich alles ganz ehrlich und offen gefarmt. Jetzt muss ich noch mal gucken, jetzt brauche ich noch mal kurz Sticks und muss mir noch mal schnell 2 Äxte machen. Die werde ich brauchen. So, ich werde noch mal eine Kiste nachher brauchen, auf alle Fälle für. Die Gene können wir erstmal hier so zumachen. So ist das denn. Dann brauche ich eine für über den Ofen und eine für den dazugehörigen Trichter. Genau. Aber erstmal machen wir jetzt hier. Na. So, machen wir jetzt mal zu. Die brauchen wir nachher denn. Das wird sich dann nachher noch. Machen wir die erstmal hier rein. Weil die wachsen ja nach, da müssen wir nichts für tun. Das ist in Ordnung. So, wir müssen hier runterfallen. Da ist ja mal spannend. So, dicht hier an der Klippe arbeiten. Ich hatte schon bessere Ideen. So, na dann. Können wir ja uns gleich die restliche Suppe da drüben holen. Hell ist es nämlich mittlerweile. Haben wir jetzt echt mal den ganzen Tag Zeit. Das macht sich doch gut, wa? So. Halt wer nachgepflanzt, dann hat er einen Apfel. Perfekt. So, dann werden wir. Warte mal, das müssen wir erstmal das rausnehmen. Vielleicht noch ein bisschen Sand mitnehmen, wenn wir schon mal bei sind. Das werden wir nicht brauchen. Den nehmen wir erstmal raus. Apfel nehmen wir hier. Das nehmen wir da. Die brauchen wir auch erstmal nicht. Die auch. Genau, so wie wir bauen. 3 haben wir schon. 3 volle, 3 leere. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich befürchte das. Ach, ich weiß es nicht. Egal. Probieren wir einfach mal. Machen wir mal, falls da ein paar Tiere sind, können wir auch ein bisschen Futter holen. So. Na, jetzt aber schnell los. Genau, ein bisschen Lebenssuppe holen, bisschen Erde noch abgrasen da. Und dann werden wir mal gucken, was noch so passiert. Ein Hühnchen. Fällt ja jetzt eh runter. Aber, ey. So, wie viel kriegen wir denn jetzt hier raus? 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, ja. Da geht noch was. Ja, ich möchte hier keinen Eimer verschenken. Noch einer? Alter Schwede. Müssen wir mal einholen. Das hätte ich mir beinahe gedacht, dass jetzt so Fülle ist. Ah, macht er ja nichts. Hab ja ein bisschen Holz vorbereitet. Dann brauchen
brauchen wir jetzt nicht noch ein bisschen Holz hacken gehen. Das können wir alles dann so machen hier. So, zack, mal so nach oben. Dann machen wir noch mal, naja, zwei sollten wohl reichen. So. Hoffe ich. Ja, nochmal latschen. Da hätte ich jetzt nicht unbedingt den größten Bock zu. Aber schauen wir mal. Ha! Hat die neue recht. Na, siehst du mal. Gut. Dann können wir jetzt ja noch ein bisschen Erde mitnehmen. So, immer schön shiften, nicht vergessen. So, na, wer sagt's denn? Dann können wir uns auch das Feld gleich schon machen demnächst. Ich hoffe, da ist das Eisen mal dabei, der wächst. Ich meine, der Kupfer und so halt schon ein bisschen was jetzt. Mhm. Was haben wir denn da Schönes? Was ist das da für ein Turm? Nicht gerade aufregend, aber muss sein. Wir brauchen Erde. Ja, gut, passt auch. Sehr schön. Na gut, die letzten nehmen wir so mit. Oh, haben wir jetzt echt über ein Stack voll? Jo, na, wer sagt's denn? Was haben wir denn da? Stein? Ah, da ist bestimmt wieder so ein Spawner unten da in der Mitte, da in dem Ding. Mit so einem Werfer da drinne, zum Hopper. Und dann Erde ohne Ende. Okay. Erde ohne Ende. Na gut. Jetzt haben wir auf alle Fälle erstmal. Jetzt nehme ich ein bisschen gefährlich aus. Na gut, da bauen wir uns nachher mal eben drum rum. Wenn wir nochmal irgendwann da lang müssen. Jetzt wollen wir mal kicken, was das Eisen sagt. Mal schön voll essen. Nicht vergessen. Essen ist gut. So, und die Spannung steigt. Ein Eisen. Ne, zwei Eisen. Drei Eisen. Na, perfekt. Dann können wir das auch durchschmelzen. Gut. Na, zu. So, dann müssen wir das erstmal hier jetzt. Was haben wir denn jetzt hier? Wir haben jetzt hier 6, 7. Ich möchte ungern eine Kohle verschwenden, deswegen versuche ich einfach mal genau auf 8 zu kommen. Das heißt, ich habe jetzt 3 davon. Dann brauche ich also nochmal. Ne, hier so. 3 Eisen habe ich jetzt hier. Und dann brauche ich jetzt noch mal 5 Kupfer und damit müsste ich genau eine. Hä? Achso. Ach komm, guck mal, sonst bleibt mir spielt keine Rolle. Ja, und dann haben wir schon mal die Quest auch erledigt. Sehr schön. Können wir dabei ein bisschen aufräumen nochmal. So, das hier rein. Okay. Hm, na gut, ist egal. Das hier rein, dann können wir die Erde hier nochmal hier rein machen. Jo. Ach, die werden noch verdoppelt. Na, das ist ja geil. Schmeckt metallisch, okay. Ah, perfekt. So. Wunderbar, nächste Quest. Was nehmen wir denn jetzt? Nur Eisen, Gold, Kupfer, Alu. Ach komm, wir nehmen noch mal Eisen, oder? Zinn, Alu, Kupfer. Wir haben von allen haben wir jetzt 4.
Von Kupfer und Aluminiumbusch würde ich jetzt nochmal 8 geben. Ich würde jetzt 8 geben. Wir nehmen Eisen. Komm, Eisen brauchen wir eh am meisten. Wächst auch scheinbar so beschissen. So, nächste Quest. Was haben wir denn jetzt hier noch? Ein Fluidukt. Warte mal, ein Fluidukt? Ein Fluidukt. Warte. Ich glaube noch zu wissen aus dem Kopf, wie das funktioniert. Ein Fluidukt mache ich. Erstmal diesen hier. Genau. Oh, wüsste. Mit einem tragbaren Tank. Und wenn ich mich... Falsch. Und wenn ich mich richtig erinnere, der tragbare Tank wäre dann einmal im Kreis. Ja, genau. Wunderbar. Tragbarer Tank. Claim Reward. Na, Alter. Jetzt haben wir nochmal 8. Jetzt haben wir 8 Eisendinger gekriegt. Auch nicht schlecht. Aber was ich noch gerade sehe, ist, wir haben hier einen Herzkanister. Na, kick an. Gar nicht gesehen. Hier haben wir noch ein halbes. Dann können wir hier die zusammenfügen, machen daraus ein ganzes. Haben nochmal ein Leben extra. Räumen nochmal ganz kurz auf. Jetzt muss ich eh nochmal kicken. Da muss ich mir so ein kleines, bescheidenes Lager einrichten, damit auch alles floppt. Gut, gucken wir uns gleich an. Was haben wir noch? Nochmal 32 Goldäpfel. Alter. Okay. So, was machen wir denn mit dem mit dem Florp hier? Okay. Gut. Weiß ich gerade nicht. Jetzt die Geschichte. Trichter und eine Kiste. So. Ich brauche jetzt einen Trichter. Und ich brauche... Ach, da habe ich sie. Wollte gerade sagen. Hab doch Kisten gehabt, sag mal. Und eine Kiste. So, dann haben wir einmal den und haben wir einmal den. Perfekt. Machen wir das so. Komm ich jetzt hier irgendwie hoch? Na bitte. Geht doch. Warte, das sieht scheiße aus. Und, na. Runtergefallen. Okay. Ah, ja, genau. So sieht das gut aus. Ja. Und dann müsste man das eigentlich hinten gleich wieder raus. Oder unten. Oh. Ach, den bauen wir noch um, ist jetzt mal egal. Das gucken wir uns mal an. Erstmal, wenn wir hier freundlich da raus fluppern lassen. Sehr schön. Dann werden wir ein bisschen Eisen raufklatschen. So. Na bitte, geht doch. Wunderbar. Auch schick. Was will man mehr? Sehr schön. Nächste Quest. Was war jetzt hier? Wasser. 232 Meter entfernt. Oh nee. Das ist der Turm da hinten, kann das sein? Gut. Würde ich vorschlagen, machen wir erstmal bei uns hier weiter. So. Dahin. Boah, da werden wir auch noch einiges an Material brauchen. Ich denke, das werde ich wieder offline machen wahrscheinlich, weil das macht sonst, glaube ich, nicht wirklich viel Sinn, hier wieder alles einzeln laufen zu lassen. So. Wollen wir zwischendurch mal die Bäume abholzen? Ach komm. Wir brauchen eh nur so viele. Wenn es schon mal fertig ist, machen wir. Holzen wir ein bisschen Holz ab. Bäume. Ja, ihr wisst schon.
Setzlinge gibt es auch gleich wieder hinterher. Sehr schön. Boah. Oh Mensch, jetzt ist die Folge schon fast wieder rum. Aber haben wir jetzt was geschafft? Ist doch in Ordnung. Ist doch mal. War doch mal produktiv hier. Aber stimmt, in diesem Turm, wenn ich das richtig gesehen habe, müssten da, mit Sicherheit ist dann da dieser Hopper drin und oben auf diesem Hopper ist Wasser. Und das wird das sein. Würde ich fast drauf wetten. So, haben wir das auch. Ah, die Baumfarm ist ergiebig. Ist zwar alles noch auf Handbetrieb hier, aber na ja. So, Äppelchen gibt es auch noch. Sehr schön. Naja, siehst du mal, alle da. Aber erstmal werde ich mich jetzt hier ein bisschen absichern hier. Und werde mal hier die ganze Fläche hier ein bisschen zumachen. Ansonsten sehe ich mich schon wieder irgendwo runterfliegen. Und das muss ich nicht haben. Weil, wenn wir Holz verlieren, heißt das, ich muss das ganze Holz nochmal fällen. Der ganze Spaß von vorne los. Und es gibt mit Sicherheit immer noch aufregendere Sachen, die man machen könnte. Weil immer rüberbauen müssen wir uns ja auch noch. Das werde ich nicht offscreen machen. Das machen wir schön zusammen. So, haben wir das auch hier. Na, wer sagt's denn? Geht doch weiter. So, wie weit gehen wir denn eigentlich jetzt hier? Wenn ich jetzt da bin, dann machen wir einfach 1, 2, 3, 4. Ah, so ist schön. So, wer sagt's denn? Es wird. Wird eine große Fläche, aber was soll's. Brauchen wir ja. Und die wird noch viel größer, garantiere ich euch. Auf alle Fälle weg da hinten erstmal die Steine runterkloppen. Also da in diesen komischen Turm, wo wir jetzt hin müssen. Ich überlege gerade nur, wie ich jetzt noch. Achso, aus Sand kriege ich ja noch Steine. Ah, dazu muss mein Blutaltar gut gefüllt sein. So. Dann war das auch. Na, wer sagt's denn? Es wird doch. Oh. Mal so langsam blicken lassen hier. Mal die Fläche vorbereiten. Können wir immer noch wieder abändern. Ich will mich nur einfach ein bisschen absichern, wie gesagt. Ja, ich kenne ja mein Glück. So, und die Folge wird immer länger. Dann sind wir bei 18 Minuten. Über Zeitdruck haben wir ja nicht. Gibt Schlimmeres. Ist halt nur nicht aufregend, hier 18 Minuten lang beim Holzhacken zuzukicken, aber naja. Was muttert Mut, die Reihe hier, die machen wir noch zu Ende. Und dann müssen wir wieder neue Holz organisieren. Und uns dann komplett immer rüberbauen. Das sind nochmal 220 Meter. Das heißt, ich brauche nochmal mindestens nochmal so um die 150. Falsch. 150, ja, denke mal so fast 200 Slabs werde ich brauchen. Mit ein paar Treppenstufen wahrscheinlich. Obwohl die Höhe ist eigentlich egal. Wir unten nach oben bauen, aber so 200 Stufen brauche ich noch. Alter Schwede. Na gut, das bereiten wir schon mal vor. Dann werde ich hier, ja doch. Den Chopwood weg hier wieder schön offscreen machen. Und dann ist doch schick. Dann ist doch gut. Und dann bauen wir uns nächste Folge rüber, würde ich sagen. Es sei, das Skelett erwischt mich vorher. Warte mal. Oh, aus dem Sichtfeld gehen hier. Hoffentlich reicht das. Alles klar, meine Freunde. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.